Im Katalog Nummer 1 brauchen wir noch den Schützling. Zwei Star. Und 4. Auch da. 5. Das will die Hand geben. 5 halt dies Ador. Ja. Und 7. Und 8. Die 1 fehlt uns noch. Ausreichend große Abstände. Das ist die Katalog Nummer 3. Kann ihrer die 3 fehlt uns noch. Claudia Gehring aus Düsseldorf. Bitte noch ein Stück bringen. Ich habe eine lange gedauert.
Bitte die Katalog Nummer 2, 1 vor. Das darf man mal langsam machen, muss ich aber aufschließen. Acht bitte reinkommen und vor die Katalog Nummer 2. Vor die Katalog Nummer 2, Herr Ebert. 8, 2, 1. Thank you.
So, die 7 wieder reinkommen, hinter dem Katalog Nummer 1. So, 8, 3, 1, 7, dann kennt die Katalog Nummer 4. Mal 4 Hand heben, hinter die 7, dann die Katalog Nummer 3, die Katalog Nummer 5. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, liebe Pferde, Züchterinnen und Züchter, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass Sie am heutigen Tage die Mikrofon ist regenempfindlich. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und ich muss Ihnen sagen, die Spanwälder wirklich eine tolle Beeinflussung hat. Und ich glaube auch die jungen Stufen, die am heutigen Tag vorgestellt werden, und ich gebe eine erste Visitenkarte für die Schwarzwälder der qualitätvolle Ring wird überzeugend angeführt von der Katalog Nummer 8, die Iluna Dardin vom Drachenfeld aus der Staatsprämien und Leistungsstute Elara vom Respekt Vido, Egon Fischer und Fried Linde, Schmidt-Fischer aus Bad Quota sind züchterisch verantwortlich und Besitzer. Ein richtig schönes Schwarzwälder Modell, ein Modell auch mit schöner Grundsubstanz, sehr schöner Körperplastik, auch die Silhouette der Stute, wirklich eine Stute, die gefallen konnte.
Die Verdeckungsstufe zeigte sich ganz fleißig im Schritt und der Frei mit schöner Balance in der Trabarbeit ein rundum guter Gesamteindruck, schließt das Bild der Stufe ab, rundet das Bild der Stufe ab. Mit Perspektive, die Züchter und Besitzer stolz sein können. Herzlichen Glückwunsch! Ein B geht an den Katalog Nummer 2. Eine braune Stufe. Katalog Nummer 2, das ist die Stufe Amalia von Leonhard, das entsteht sicherlich nicht verleugnen können. Mutter ist die Bengali vom Modus Dirk Moritz, Züchter Alfons, Georg und Olga Sieber aus Bondorf. Eine noch mitten in der Entwicklung stehende, jugendlich wirkende Stute mit beeindruckenden Körperpartien, ein ganz kurzer Hals, großzügig die Schulter, sehr schön markiert die Schulter, sehr schön bewusst, großzügig angelegte Kuppe, ganz kleine Abstriche, die machen den Fundament. Ansonsten die Bewegungsdarstellung, auch eine gute Stute macht Freude, die auf frische Schulter auch den Schritt. Wirklich die Stute zeigte sich schreitend loszulassen, was am heutigen Tag bei dieser Witterung sicherlich nicht einfach ist, weil es kalt und auch die Nieren ist ein bisschen kalt, sich dann schreitend im Schritt darzustellen, spricht wirklich nur die Stute und dann die Trabarbeit. Wirklich ein Pferd mit sehr schöner Bewegungsart. Herzlichen Glückwunsch, 1B, auch hier einen ganz starken Schuh. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann bitte vorziehen aus der Zucht von Martina Eckert, in ihrem Besitz stehend, hier aus St. Mergen kommend, Rothenberg aus der Helena von Gatz-Fuchsberg. Ein Schiebenmodell. Weit entwickelt, fast schon ein bisschen kantig wirkend, auch mit schöner Substanz ausgestattet, mit schönem Stutenflair, schönem Ausdruck und Auge ausgestattet. Auch hier sicherlich die großzügig angelegte Schulter, positives Auge, sehr schön schräg die Schulter und auch schöner Oberarm zeichnen diese Stute auf. Sich auch sehr harmonisch im Seitenbild darstellt. Der Schritt immer über fleißig und mit passendem Raumgriff. Der Trab, ja, der hat es am heutigen Tag vielleicht nicht all ihre Möglichkeiten ausgespielt, fällt auch sicherlich ein bisschen schwer bei dem Boden, der Heckelung so ein bisschen mehr. Ich finde es schuld, bei mir hat es nicht geregnet. Bei den vorangehenden Stuten, da konnte es nicht ganz sehr anreichen, aber wirklich eine Stute weit entwickelt, Markus hier mit 1C in der Spitzenposition wiederzufinden ist. Gratulation der Züchterin Martina Eckert. Katalog Nummer 7. An nächster Stelle hier eine Stute mit schönem Gesicht und Auge. Eine Stute direkt mit femininer Ausstrahlung. Im Seitenbild erkennt man ganz deutlich, sie steht mitten in der Entwicklung. Da wünscht man sich noch ein bisschen mehr Harmonie. Man kommt eine zweijährige Stute altersgemäß etwas überbaut, daher am heutigen Tag die Oberlinie. Die Oberlinie nicht ganz optimal zeigen.
eine Stute, wo ich vielleicht ein paar Abstriche in der Feinheit machen muss. Wir wünschen uns auch beim Kalten ein bisschen mehr Gelenk und ein bisschen mehr Substanz. Der Bewegungsablauf. Ganz korrekter Schritt, taktsicher mit ordentlichem Raumgriff, fleißig und im Trab. Da zeigte sie sich mit räumenden Bewegungen. Sie kam auch von der Erde weg. Eine Stute, ja, einen ziemlich guten bis guten Gesamteindruck hinterließ. Auch wirklich eine Qualität vor der Stute, die Katalog war. Hier war auch Drachenfels aus der Rolle von Bodus Felsen. Glückwunsch an Hubert Ringwald, der Züchter und Besitzer. Katalog Nummer 4, die auf den Namen Pinja von Schwarzenberg hört, Denkvogelfahrt und hinter die Stadt Krähen und Leistungsstute Jonas und Schmalte Pfeil in kleinen Montan. Auch hier eine Stute mit gutem Rahmen, gutem Maß im Moment. Zeit und altersgemäß der Bewegungsablauf im ziemlich guten Bereich. Glückwunsch für diese Platzierung. Nächster Stelle die Katalog Nummer 3, die Kamera. Fraglos eine richtig schöne Stutenmodell. Ein Stutenmodell mit viel Attraktivität, schönen Gesicht, Kopfhaltung, alles völlig stimmig auf. Körperbau, sich ganz harmonisch und plastisch darstellt in der Bewegung. Und ich glaube, sie hat ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Kälte, mit dem Nest und dem etwas rutschigen Boden. In der Bewegung konnte sie an die vorangehenden Stuten nicht ganz heranreichen, aber wirklich eine ganz sympathische Stute, die Katalog Nummer 3, Kamera, die uns die Zuchtgemeinschaft Himmelsbach aus Schwanau, dessen Gezüchter uns Claudia Gehring aus Eppendorf stellt uns die Stute vor, Dagobert mal am Stern von der Federreiter. Abschließend die Katalog Nummer 5. Das ist die Vorstellung Rosalie vom Rumlin Rot aus der Stadt Bremen, Leistungsstute fürs Jona von Falkenstein Modus. Eine große Stute mit viel Rahmen im Typ, vielleicht nicht so den klassischen Schwarzwälder-Typ direkt verkörpert, aber das muss man auch sagen, im Seitenbild fällt richtig auf. Große Linien, großzügig gemacht, wünscht dir vielleicht ein bisschen mehr Kalt. Herzlichen Glückwunsch an Hartmut Fürst, die Züchter und die Besitzergemeinschaft Scholl aus Ruder.